Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Ich dachte, ich kann die letzte Folge nicht so auf mir sitzen lassen. Wir müssen doch auch einfach mal gewinnen, ohne zu sterben. Heute müssen wir entdecken, was für eine Art von Geist es sich handelt, um was für eine Art es sich handelt. Wir müssen ein Foto machen, wir müssen entkommen während einer Jagd und mit Räucherstäbchen sollten wir seinen Bereich reinigen. Allerdings habe ich nur Salz gekauft, aber ich meine immerhin, dann haben wir irgendwas. Okay, ich bringe jetzt erstmal alles in den Hauptraum, beziehungsweise ins Wohnzimmer. So Leute, nun ist alles drin und ich habe das Wasser eigentlich nicht angemacht. Und es ist auch schon dunkel. Interessant, das war tatsächlich wirklich nicht ich, also das war wahrscheinlich wirklich der Geist. Alles klar, geht direkt wild los. Warte, ich brauche vielleicht noch die Taschenlampe, sonst sieht man nichts auf dem Foto. Perfekt, Foto haben wir auf jeden Fall schon. Ich würde sagen, wir machen unsere alte Taktik, einfach mal durchs Haus gehen und gucken, ob wir EMF finden. Er hat auch schon ins Buch geschrieben. Alles klar. Hä, was ist denn los, Digga? Heute geht der Geist schon mal richtig ab. Okay, dann ist das hier scheinbar auch der Raum, der ist. Okay. Meine Notfall ist, das Salz habe ich auch dabei. Ich glaube sogar im Inventar. Ach komm. Okay, stell mal die Kamera auf. Ich glaube, hier drüben ist es am besten. Dann sehen wir gleich den ganzen Raum. So, dann tragen wir natürlich jetzt erstmal auch noch kurz ein, dass er... Warte mal, was hat er gemacht? Geisterbuch, genau. Im F haben wir schon mal nichts. Ich versuche mal mit ihm zu reden. Wo bist du? Wie heißt du? Wer bist du? Ja, okay, keine Ahnung, scheinbar antwortet er nicht auf meine, meine Dings, meine Befehle, meine Aussagen, keine Ahnung. Oh, nee, die Kellertür ist offen. Er kam einfach aus dem Keller. Okay, aber mit der UV-Lampe haben wir scheinbar auch nichts, also haben wir auch nichts gefunden. EMF, hatten wir auch noch keinen Ausschlag? Oh. Ich nehme alles zurück, tut mir leid. Ist der im Keller? Schon wieder? Nee, bin ich jetzt aber... auch noch vor eigentlich. Ich mache hier mal die Tür ein bisschen auf. Schade, können wir die Stühle hochheben, sonst könnten wir das Ganze ein bisschen verbarrikadieren. Ich habe gerade irgendwas rumfliegen gehört. Also irgendwas ist gerade irgendwo runtergefallen. Ja, ist das der Mülleimer? Weil wir haben halt, zum Teil haben wir Beweise. Aber irgendwie macht er auch ein bisschen Auge. Geh mal raus. Hm. Stimmt, wir könnten gucken wegen dem Geisterorb. Wäre vielleicht doch gar nicht so dumm. Wir machen die Fotokamera noch mit. Und wir das Salz und unsere Taschenlampe. Okay, dann, ja... gehen wir mal gucken, ob wir was sehen, ja? Ich glaube, die Geistaktivität ist auf 0. Okay, interessant. Unsere Sanity ist auch noch übel hoch. Also sterben können wir eigentlich fast gar nicht. Okay, also irgendwie flackert das Licht die ganze Zeit. Vorhin hat es gerade auch wieder geflackert, aber irgendwie passieren tut nichts. Ich warte noch mal kurz, sonst gehen wir dann wieder rein. Ja, da scheint nichts zu passieren. Ich gehe jetzt noch mal rein und... okay, die Geistaktivität war aber gerade ein bisschen aktiver. Ich gehe noch mal rein und dann gucken wir mal... ja, was wir so herausfinden. Ich weiß nicht, was ich gerade für eine Idee habe. Wir könnten wirklich das Salz hier mal auf den Boden machen. Zum Beispiel mal hier vorne. Wie macht man das? Ach, mit F, okay. Dann können wir jetzt mal kurz gucken, ob er durch Salz wandert. Wenn ja, dann haben wir... keine Ahnung, ob das auch zu Geister... also Handzeugs gehört. Also, ach Alter, wie sagt man? Fingerabdrücke, genau. Das habe ich gesucht. Ich glaube aber nicht, dass es Fingerabdrücke sind, weil sonst sind wir safe hier irgendwo gefunden. Mach hier auch nochmal das Licht aus, weil dann können wir auf der Kamera vielleicht auch mehr erkennen. Das Salz ist auf jeden Fall weniger geworden. Aber war das wegen mir? Digga, Türen sind ja auch so leicht geöffnet überall. Lol. War das ich? Habe ich die so offen gelassen? Kann das sein, ne? Ich glaube nicht, dass das Fuß, Fußspuren hier irgendwo sein sollten. Was ist das denn eigentlich für ein komischer Geist? Irgendwo wurde gerade irgendwas aufgeschlossen. Ich geh mal in den Keller, weil wir müssen das Licht kurz fixen. Ich hoffe, er prankt mich jetzt nicht hier unten. Oh, Licht sollte wieder an sein. Oder wieder funktionieren. Ja, funktioniert wieder. Jetzt ist die Tasse hier weg. Hat das was zu bedeuten? Und hier liegt ein Messer. Ich weiß aber nicht, ob das vorhin schon da war. Mach hier vorne mal auch noch ein bisschen Salz hin. Ich meine, wir können das ja mehrmals benutzen. Ja, reicht, glaube ich, erstmal. Ah, das Ding liegt jetzt hier. Okay. Könnte es ein Poltergeist sein? Ich würde sagen, wir gehen noch mal kurz in den Van. Aber vorher schalten wir hier noch mal das Licht aus. Inwiefern er es noch nicht macht. Gut, dann gehen wir mal gucken und zu. Und werden wir herausfinden, ob wir was finden. Alter, ich kann gar nicht reden, ey. So, erkennt man doch schon viel mehr als vorher. Okay, das Licht hat wieder geflackert. Okay, Leute, ich vermute, dass es ein Poltergeist ist. Weil hier ist die Tür offen. Plus... oh lol. Plus hier liegt jetzt auch noch ein Teller. Und die hat ja auch schon vorhin die ganze Zeit Türen geöffnet, etc. pp. Die hat gar keinen Plan. Das Ding ist, es kann gar kein Poltergeist sein, weil er hat ins Buch geschrieben. Mann, was soll ich denn machen, Junge? Irgendwie benutzt der Geist die ganze Zeit überall Türen, aber ich check halt nicht wo. Da ist wieder eine so leicht offen. Natürlich die Kellertür. Und er lockt auch die ganze Zeit irgendwie Zeugs. Da hat er das Licht ausgemacht. So ein Muluk. Vielleicht ist er auch hier unten, aber ich glaube nicht, weil hier unten...
Ja, merkt mir einfach gar nichts von ihm. Oh Leute, guck mal, was ich gefunden habe. Knochen. Oh, dann nehmen wir den noch mit. Oh ne, ein Ouija-Board. Was machen wir jetzt? Weiß nicht, ob wir jetzt kurz. Warte mal, ich hole mal das Zeugs hier mal hoch und dann versuchen wir das Ganze mal. Das Salz natürlich auch, weil, wie ihr vielleicht wisst, haltet Salz Geister davon ab, sich einem zu nähern. Okay, das Blöde ist, wir haben alle Fotos verbraucht. 4 davon sind nützlich und sogar mit 3 Sternen, aber eins habe ich vorhin aus Versehen nochmal geschossen. Boah, Alter, du dummes Ding, ey. Boah, habe ich mich erschrocken, Mann. Ist doch unnötig. Boah, jetzt habe ich die Taschenlampe noch mitgenommen. Vielleicht ist es ja besser, wenn ich die mitgenommen habe. Ja, aber ich gehe jetzt nochmal hoch. Vielleicht können wir da irgendwie irgendwas spielen. Wir legen auch da oben mal noch das Salz hin. Ich meine, warum denn nicht? Okay, Leute, ich mache jetzt hier mal die Tür zu. Ja, das Licht an. Okay, das geht schon mal nicht. Ah, hat das Licht ausgemacht. Toll. Da haben wir es auch noch schön atmosphärisch. Okay, wir machen jetzt mal das Ouija-Board an. Und jetzt können wir fragen, bist du hier? Oh, bist du hier? Oh mein Gott. Leute, das ist das erste Mal, wo wir eine Hand überstanden haben und wir haben einen weiteren Beweis. EMF. Ist er durch Salz gelaufen? Komm schon, Taschenlampe, komm hier. Okay, schade, aber er war hier im Zimmer. Ich meine, wir haben ihn ja gehört und gesehen und so. Ich habe leider nicht gesehen, was er geschrieben hat, aber das ist vielleicht auch gerade egal. Okay, EMF5 ist noch ein neuer Ding, so, den wir haben. Revenant, Shade oder Oni. Nein. Okay, jetzt haben wir wieder aufgehört, schnell raus. Einfach raus, von hier brauchen wir eigentlich nichts mehr. Die Kamera läuft nämlich sogar, vielleicht sehen wir noch einen Geisterorb oder dann ist es die Sprachbox, Alter. Ich meine, er hat ja theoretisch, kann man ja sagen, er hat nicht direkt mit uns gesprochen, aber er hat über das Ouija-Board mit uns gesprochen, von daher. Alter, ich dachte gerade, wir können nicht raus. Boah, wir haben es überlebt. Leute, wenn wir jetzt einen Geisterorb sehen oder mit dem Geisterorb, Geisterbox-Zeugs, Alter, wie krass, dass das gerade abging, weil. Oh, diese Hände, die waren nur 2%. Stimmt, wir haben kein Foto. Ja gut, wir können gar kein Foto mehr machen. Hä, aber wir entkommen seinem Geist. Ja, das haben wir doch geschafft. Okay, ich gucke jetzt mal noch kurz, ob wir. Warte mal, wir können ja kurz gucken, ob es überhaupt möglich ist. Wenn wir jetzt hier Geisterorb haben, könnte es der Shade sein. Wenn wir eine Geisterbox haben, könnte es der Oni sein. Was müsste es sonst noch sein? Fingerabdrücke wie den Reven. Aber Fingerabdrücke habe ich gar nirgends gefunden. Also das können wir eigentlich auch ausschließen. Ich warte jetzt hier mal. Okay, Leute, ich sehe gar keinen Geisterorb. Ich würde einfach mal behaupten, es ist die Geisterbox. Und somit ein Oni. Okay, dann fahren wir mal los und sehen, ob das Ganze richtig ist. Wir hätten heute endlich mal überlebt. Aber ich sehe halt hier gar nichts. Gar keinen Geisterorb. Es war wirklich ein Oni. Oh mein Gott, Alter, wir haben 100 bekommen. Ja, ich habe nämlich auch fortgeschritten gespielt und deswegen bekommen wir noch ein bisschen mehr. Wieso denn Versicherung? Hä, wir sind noch nicht gestorben. Okay, egal, ich meine, das Geld nehme ich natürlich trotzdem gerne. Aber Aufgabe 3 habe ich nicht verstanden, weil wir mussten ja, während das er huntet, müssten wir ihm entkommen. Und das haben wir doch eigentlich geschafft, oder? Wie dem auch sei, Leute. Das war's mit dieser Folge. Das Salz haben wir natürlich noch. Mache ich schon mal wieder dazu. Das war mit dieser Folge Phasmophobia. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao! Thank you.